Hallo und herzlich willkommen bei Bettags Malschule. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man ganz einfach mit Pastellfarben ein Porträt malen kann. Das Besondere daran ist, dass ich diesmal mit den paar Pastellfarben und den Softschwämmchen arbeite. Man kann damit sehr feine und lockere Farbaufträge hinbekommen, ohne dass man sich dabei die Finger schmutzig macht. Ich zeige Ihnen in diesem Video, wie ein Porträt mit Pan-Pastell entsteht und welche Handgriffe dazu nötig sind. Doch zuerst möchte ich Ihnen Pan-Pastell vorstellen. Das System ist recht einfach und genial. Die Farbe gibt es in kleinen Näpfen und ist sehr ergiebig. Mit dem Softschwämmchen wird gemalt. Das Schwämmchen wird einfach auf ein Malmesser aus Kunststoff aufgesteckt. Taucht man es in die Farbe, saugt sich das Schwämmchen voll. Bei herkömmlichen Pastellstiften wird die Farbe aufgestrichelt. Mit Pan-Pastell und dem Schwämmchen verwischt man das Pigment auf dem Malgrund. Dadurch entsteht viel weniger Pigmentstaub als mit einem Pastellstift. Ich liebe die Schwämmchen, weil man damit sehr dünne Lasuren erzeugen kann. Anders als bei Pastellstiften wird hier das Papier mit dem Pigment nicht überschwemmt. Man kann problemlos mehrere Schichten Farben übereinander legen. Und das ist besonders bei einem Porträt sehr praktisch. So lassen sich die feinen Tonwertunterschiede auf der Haut ganz einfach darstellen. Aber genug von der Theorie, jetzt zur Praxis. Ich arbeite diesmal mit einem Modell, das mir leicht schräg gegenüber sitzt. Damit das Porträt gelingt, muss mein Modell viel Geduld mitbringen und stillhalten. Das Licht habe ich rechts oben gesetzt. Es wirft seine Schatten nach links. So bekomme ich eine schöne Ausleuchtung, die die Plastizität des Kopfes unterstreicht. Ich skizziere das Porträt mit einem roten Pastellstift auf ein getöntes Papier. Das helle Gelbocker des Malgrundes kommt dem Grundton der Haut meines Modells ziemlich nahe. Deshalb kann ich diesen Ton als Hautfarbe verwenden. Meine Skizze des Kopfes zeigt die genauen Umrisse und die wichtigsten Merkmale meines Gesichtes. Also Augen, Mund und Nase und das Ohr. Der Blick zeigt nach rechts. Eine klassische Porträthaltung. Für die Schatten im Gesicht verwende ich ein dunkles Siena gebrannt, das leicht rötlich schimmert. Damit der Farbauftrag kräftig und flächig wird, verwende ich ausnahmsweise den Pastellpinsel. Der braune Ton wird dadurch wesentlich intensiver, als wenn ich ein Schwämmchen benutzen würde. Mit einem abgedämpften Braunton entstehen die Schatten um die Augen, die Nase und den Mund. Mit dem Schwämmchen geht das sehr einfach. Auch am Kinn und am Hals verwende ich die dunkle Farbe, allerdings ein wenig intensiver als im Gesicht. Ich studiere die Schatten sehr genau. Sie werden exakt gesetzt, sonst können die Proportionen trotz der ausgearbeiteten Skizze leicht verzerrt werden. Darunter könnte dann der Wiedererkennungseffekt leiden. Deshalb ist es wichtig, bei den Schatten genau zu arbeiten. Jetzt wende ich meine Aufmerksamkeit den Lichteffekten zu. Zuerst kommen die hellen Zwischentöne. Die wische ich mit Orange und Ockergelb auf die linke Wange. Auch die Stirn wird mit dem hellen Ockergelb flächig ausgemalt. Der Nasenrücken und die Wangen bekommen durch die leuchtende Farbe die nötige Plastizität. Jetzt kann man schon ganz gut erkennen, wie sich das Gesicht durch die Hell-Dunkel-Effekte formt. Mit Hell-Magenta setze ich am Mund weitere markante Lichteffekte. Um detaillierter arbeiten zu können, verwende ich die Kante des Schwämmchens. Am Kinn und am Ohr ziehe ich mit dem gleichen hellen Magenta-Farbton die Lichtkante. Auch das formt die Gesichtszüge und erzeugt Plastizität.
Jetzt kommen die Details an den Augen, am Mund und an den Ohren an die Reihe. Zuerst die Augen. Mit einem schwarzen, weichen Kohlestift zeichne ich die Pupillen und die Augenlider. Der Kohlestift muss weich sein, damit er das Papier nicht zerkratzt. Auf der rechten Seite des Gesichtes mache ich es genauso. Erst die Pupille und dann die Augenlider. Die Augenbrauen schraffiere ich mit dünnen Strichen auf den Hautton. Sie werden später noch weiter ausgearbeitet. Ich deute alles nur an und verzichte auf zu viele Details. Die würden bei dieser Art der Malerei nur stören und wie ein Fremdkörper wirken. Das Nasenloch male ich ebenfalls mit dem Kohlestift. Dann kommt noch der Mund. Ich zeichne lediglich den Lippenstrich in der Mitte. Er dient als Orientierung für die Pastellfarbe. Dann streiche ich mit dem Schwämmchen mehrmals über die Farbe. Ich achte darauf, dass das Schwämmchen gleichmäßig mit der roten Farbe geladen ist. Anschließend streiche ich mehrmals mit dem Schwämmchen über die Lippe, forme diese und zupfte so auch den schwarzen Strich in der Mitte etwas ab. An den Rändern verschmilzt das Rot mit der Hautfarbe und es entsteht ein weicher Übergang von der Lippe zur Haut. Jetzt entstehen weitere Schatteneffekte. Die Augenhöhlen erzeuge ich mit blaugrauer Pastellfarbe. Mit dem gleichen Farbton ziehe ich die Schatten an der Nase vorbei, bis nach unten zum Kinn. Da ich keine neue Farbe mehr aufnehme, werden die Schatten bei jedem Strich transparenter und heller. Mit einem Pastellstift male ich anschließend das Weiß in die Augen. Der Stift ist genauer als ein Schwämmchen und die Farbe wird auch wesentlich stärker aufgetragen. Mit dem weißen Stift kann ich auch ganz leicht die Größenunterschiede an beiden Pupillen korrigieren. Für die Details in der Ohrmuschel verwende ich wieder ein Schwämmchen. Die Konturen entstehen ganz einfach mit der Spitze. Mit ihr kann man wie mit einem Pinsel arbeiten. So kann ich Details und Striche ganz gut herausarbeiten. Auch die Schatten hinter dem Ohr male ich damit. Das Schwämmchen ist ein richtiger Allrounder. Man kann detailliert oder auch flächig malen. Die Schatteneffekte unten am Kinn entstehen mit der gleichen Technik. Damit der Schatten nicht zu stark kommt, ziehe ich ihn nach unten hinweg und schwäche ihn durch das Verwischen mit der Grundfarbe leicht ab. So entsteht ein schöner Schattenverlauf am Kinn. Die transparenten Lichteffekte an der Stirn male ich mit Hellrosa. Dafür trage ich die Farbe mit der flachen Seite des Schwämmchens auf und verschmelze sie leicht in die Grundfarbe. Es entstehen weiche, transparente Übergangseffekte. Die Farbe darf nicht zu stark kommen. Sie sollte sehr zart aufgetragen werden.
Weitere Lichteffekte an der Nase und auf den Wangen erzeuge ich mit Hellocker. Auch diesmal stupfe ich die Pastellfarbe und vermeide das Verwischen auf dem Malgrund. Weitere Lichteffekte wie hier an der Schattenseite der Stirn oder an den Ohren male ich mit einem kräftigen Magenta. Damit diese nicht zu stark in den Vordergrund treten, schwäche ich sie an den Ohrläppchen mit Hellrosa wieder ab. Es kann schon mal vorkommen, dass ein Schwämmchen verschmutzt. Dann entstehen unschöne, dunkle Striche oder schmutzige Farbverschmelzungen. Mit dem Pastellpinsel kann ich solche Bildbereiche ganz einfach wieder entfernen. Danach streiche ich mit einer helleren Farbe darüber und verschmelze sie mit der darunterliegenden. Und schon ist nichts mehr zu erkennen. Überhaupt kann man die dunkleren Farbpartien mit einer helleren Pan-Pastellfarbe ganz leicht wieder aufhellen. Es entstehen je nach Druck auf das Schwämmchen hellere, transparentere Flächen, die man dann auch wieder neu übermalen kann. Ein zusätzliches Fixieren ist nicht nötig. In diesem Stadium muss ich genau aufpassen und darf mich nicht bei den Hell-Dunkel-Effekten vermalen. Deshalb arbeite ich sehr konzentriert und lasse mich nicht ablenken. Die Rasterlocken meines Modells male ich mit schwarzer Pastellfarbe. Ich verwende dazu das spitze, keilförmige Schwämmchen. Die Form der Haare wird nur angedeutet, verschwimmt nach hinten und bleibt als Silhouette stehen. Die Intensität der schwarzen Farbe kann ich durch mehrere Lagen verstärken. Den Hintergrund male ich mit einem gebrauchten Schwämmchen. Es enthält wenig Farbe und so entstehen beim Verwischen transparente Zwischentöne, die nicht so aufdringlich wirken wie neue Farbe. Dadurch wird das Gesicht in den Fokus des Betrachters gerückt. Die hellen Lichteffekte und Spitzlichter auf der Haut male ich mit Weiß. Ich gehe mit dem Weiß recht sparsam um, denn zu viel verschmiert die darunterliegenden Farben und kann die Plastizität des Kopfes zerstören. Wichtig ist hier, dass die Licht- und Schattenseite gut erkennbar ist. Damit dies gelingt, verwende ich das runde Schwämmchen, mit dem man sehr weiche, transparente Effekte auf der Haut erzeugen kann. An der Nasenwurzel wirken die Schattenbereiche recht streng. Deshalb schwäche ich sie mit Ocker leicht ab. Sie werden dadurch transparenter und natürlicher. Für die hellblauen Pupillen verwende ich wieder einen Pastellstift. Mit der dünnen Mine kann ich die Färbung recht genau platzieren. Die Spiegelung auf der Pupille entsteht mit dem weißen Stift. Prinzipiell mache ich solche feinen Details immer mit einem Pastellstift, weil ich mit dem genauer arbeiten kann wie mit einem Schwämmchen. Zum Schluss setze ich noch ein paar kleine Korrekturen mit dem Schwämmchen. Hier und da wird die Farbe ein wenig abgeschwächt oder intensiver gemacht. Auch weitere Lichteffekte kommen noch dazu. Dann ist das Porträt fertig. Mein Modell darf sich jetzt auch wieder bewegen. Die Porträtsitzung ist beendet und ich bin gespannt, ob sich das Modell wiedererkennt. Anscheinend ist mein Modell mit dem Ergebnis zufrieden. Mit den Pan-Pastellfarben und den Softschwämmchen kann man recht schnell ein Porträt zaubern. Man malt damit eher wie mit einem Pinsel
und das Verwischen mit den Fingern kann man sich im Großen und Ganzen sparen. Und der Pastellstaub hält sich auch in Grenzen. Aus diesem Grund mag ich diese Art der Technik, weil man damit recht sauber arbeiten kann und problemlos transparente Lasuren entstehen. Allerdings glaube ich, dass Pan Pastel sich nicht unbedingt für absolute Anfänger eignet. Man muss schon etwas Erfahrung mitbringen, damit man mit den Farben und den Schwämmchen brauchbare Ergebnisse abliefern kann. Wenn man sich aber darauf einlässt, entstehen durchaus interessante und vor allen Dingen eigenwillige Porträts oder Aktbilder. Eine kurze Beschreibung der Technik finden Sie auch auf meiner Internetseite. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmalen.